Kommen wir mal zur Bundeswehr. Wussten Sie, dass bei den Übungen, die die Straßenverkehrsordnung einhalten müssen? Ja, das ist insofern skurril, weil die Bundeswehr nicht nur bei Übungen, sondern sobald ein Panzer als Beispiel... Wir fahren weiter. Sobald ein Panzer, nur mal ein Beispiel zu nennen, eine öffentliche Straße quert, gilt die Straßenverkehrsordnung. Und das bedeutet, dass ein Panzer Seitenspiegel haben muss, weil es könnte ja rechts von ihm ein Fahrradfahrer des Weges kommen. Ah, ja. Das ist deswegen skurril, weil erstens, wenn ich ein Fahrradfahrer wäre, würde ich mich nicht neben einen Panzer stellen. Sicherheit muss Priorität sein. Und deswegen müssen wir die Gesetze scannen, dass in sicherheitsrelevanten Lagen die Straßenverkehrsordnung keine Rolle zu spielen hat. Ja. So wie, wenn ein Polizeiwagen mit Blaulicht fährt, er auch eine rote Ampel überfahren kann. Und deswegen finde ich es albern und es müsste dringend geändert werden.